Geht's los? Schauen wir mal, ob wir es überleben. Gibt's auch Rettungsboote? Rettungsringe habe ich gesehen. Ich habe ich noch keins gesehen. Zwei. Guck mal. Wie das so wird. Also. Sind wir mit der Höhe unterwegs? Genau, mal eine kleine Fahrt zu das. Ja. Seehundsdenken. Seehundsreck. Ja, Krabben oder was ja. Anderes. Im Moment ist es spiegelglatte See. Naja, ja doch. Relativ spiegelglatt. Okay, also, später. Es fährt eine Kurve. Ich merke gerade, es bewegt sich. Damit, ja, hier ist immer sehr viel Vielfalt und das ist ja gewünscht bei diesen Fahrten. Wir machen das dann immer so, ich mache drei Behältnisse fertig mit Wasser von jeder Art, von jeder Gattung, kommt dort was rein. In der Mitte wird dann erklärt, damit sie auch ein bisschen was lernen über das Leben am Wattenmeer. Und danach werde ich die Behältnisse verteilen, dann kann sich alles nochmal in Ruhe angeschaut werden. Ja, wir bestehen dann auch, meistens sind schon ein paar kleinere Fische drin. Bitte immer am Wasser lassen, wenn da Seesterne bei sind, Strandkrab oder Muscheln. Die dürfen dann auch gerne mal vorsichtig auf die Hand genommen werden, sodass wir dann nachher alles wieder lebendig zurücksetzen können. Ja, während der Erklärung geht es dann schon weiter Richtung Waldhummer Watt. In dem Gebiet halten sich die Seehunde auf. Ja, da suchen wir uns dann eine Stelle aus. Im Moment wechselt das immer so ein bisschen. Mal liegen sie hier, mal liegen sie dort. Die Jungtiere sind ja auch dabei. Und die sind jetzt in etwa 8 Wochen alt. Dort auf dem Waldhummer war irgendwo. Da werden wir uns die Seehunde anschauen. Und danach geht es dann wieder Richtung Spencer-Seel. Ja, zum Schiff. Wir sind ein noch aktiver Knopfbutter. Also in den Sommermonaten sind wir mit den Touristen unterwegs. Hier im Wattenmeer oder eben zum Hochseeangeln auf Makrele. Ja, das haben wir heute Morgen schon gemacht. Relativ wenig Erfolg. Aber ja, wir hatten im Motor von Dienstag sehr viel Wind. Und dann muss ich das alles ein paar Tage beruhigen. Und wenn das Wetter jetzt stabil bleibt, zumindest vom Wind her, dann tauchen da sicher nochmal ein paar Makrelen auf. Ab September, Mitte September, dann bin ich auch wieder mit dem Großteil unterwegs. Der Herbst ist ja auch die Hauptfangzeit für die Nordseegarnele. Da sind wir auch mit dabei. Einmal noch kurz zur Orientierung hier links von uns. Immer während der ganzen Fahrt leicht zu erkennen an den Windmühlen. Das ist der Festlandmüll mit unserer Lebensversicherung, dem Seeteich. Wir haben ja gerade in den Wintermonaten vor den Schutz hier links in der Landzunge. Der Hafen von Dornumalil, gerade auf 10 bis 11 Uhr mit dem Fall um. In Richtung geht es gleich. Vor uns erstreckt die Klammer oben und rechts wir drei belegen die Insel in Kauf. Ja, genau. Bitte mit Senfsoße. Ich hätte jetzt Ketchup getrunken, aber da müssen wir doch feiern. Noch Fischstäbchen da oben. Die Familie, gell? Die sind gar nicht so schlecht, haben wir letztens mal festgestellt. So nicht gar. Ja, interessanterweise sind die Sachen vom Discounter immer besser als die Zwiebeln.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass es billiger ist. So, das Netz ist jetzt im Wasser oder besser gesagt auf dem Meeresboden. Schleppt jetzt langsam hinter uns her. Sie merken schon, das Ganze läuft ziemlich langsam und gemächlich, aber auch wenn wir richtig fischen, wird nie schneller geschleppt wie 3 Meilen. 5 km/h, gute Schrittgeschwindigkeit. Wassertiefe hier so zwischen 3 und 5 Meter, wo wir jetzt fischen. Ja, du bleibst einen Moment hier unten und dann lassen wir uns mal wieder überraschen, was wir diesmal gefangen haben. Wer hat ihn? Da war noch ein Ja, ziemlich groß. Hier ist dann noch eine kleine. Oh, ja. Ja, den hat er. Ah, schon mal. Außen hängt aber. Ja. Da hängt ein Krebs dran. Sven hat ja Löcher. Das kann ja nicht gehen. Das kann man nachher noch machen. Saugt er das Muschelzeug heraus. So ernähren sich also die Seesterne und
Ja, noch einmal zur Orientierung. Hier rechts neben uns das Westende von Langenhoek, Flinthörn genannt. Flinthörn übersetzt in Sogdeutsch als Steinspitze, das kommt daher, weil dort so viele Steine im Wasser liegen. Hier getragen vom Norden durch die letzte Eiszeit. Vor uns, das ist Baldrum, die kleinste Nordfriesischinsel. Und den Turm mit der dünnen Landschaft, den Sie dort vorne sehen, das ist schon die Insel Norderney mit dem dazugehörigen Leuchtturm. Ja, Baldrum ist nicht nur die kleinste Nordfriesische Insel, Baldrum hat noch eine Besonderheit. Auf Baldrum gibt es keine Straßen mehr. Da sind die Häuser so durchnummeriert, wie sie gebaut worden sind. Da muss der Postbote im Haus ein bisschen überlegen, wie er seine Briefe packen muss. Damit er dann nicht kann. Thank you.
schauen, haben Sie nochmal einen schönen Blick hier auf Langehoek, den westlichen Teil des Badestrandes. Den Wasserturm, das Wahrzeichen der Insel, 1904 erbaut. Und man kann schön erkennen, wie die Dünen abgebrochen sind in den letzten Jahren bei den Sturmfluten. Ja, die Kinder und natürlich auch die Großen können jetzt gerne die Tiere wieder freilassen. Vorsichtig auf die Hand legen und dann über die Reling gleiten lassen. Dann können sie weiter schwimmen und krabbeln. Hm, Gabi, bitte auch über die Reling. Bisschen Kiel holen. Vorsichtig. Mach mal den Kiel holen mit dir. Bitte nicht. Ich hasse Tauchen. Tauchen ist gut. Der darf jetzt wieder in die Freiheit, gell? Süßer. Oh ja. Zusammen, wie halt möglich, gell? Ja. Na ja, wird er überleben. Gleich wieder zurück. Letzter Ziel. Ja, das kann man gar nicht sehen. Aber man sieht jetzt hier schon, wenn wir hier gleich die Einfahrt hier nehmen. Richtung Hafen. Da. War ein super Ausflug heute, ne? Ja. Bestes Wetter. Ja, mit dem wir ja zweimal verschieben mussten. Ja. Dienstag wegen Strom. So, da wäre es ja gar nicht möglich gewesen. Ja, da wollte ich eigentlich fragen, ob sie da überhaupt gefahren sind. Gestern verschoben, da war dann aber auch. Auch immer Regen, das war ja auch blöd gewesen. Morgens dann auf heute verschoben. Genau. Was kommt? So, dann sagen wir jetzt für heute. Genau. Das war's. Erstmal auf in unserem Urlaub. Ja, morgen geht's. Morgen auf geht's den Rückweg mit Zwischenstopp in Monschau. Genau. Okay. Also. Dann schön. Bis zum nächsten Mal. Hat es euch auch gefallen? Ja, gut. Also bis zum nächsten Video. Bye, bye.